Meinen ersten Computer habe ich mit 10 bekommen. Ich weiß noch, wie mein Vater diese große Kiste hingestellt hat. Ich war sofort begeistert. Als ich ihn dann zum ersten Mal eingeschaltet habe, das hat mein Leben verändert. Plötzlich konnte ich meine Kreativität ausleben. Faszinierend. Dann kam das Smartphone. Ein kleiner Computer in der Tasche. E-Mails, Fotos, Videos und Telefonieren. Immer und überall. Faszinierend. Ich studierte Fotografie und bin seitdem Fotograf. Von 100 Fotos, die ich schieße, benutze ich oft nur eins. Riesige Datenmengen. Als dann die Cloud kam, wurde vieles einfacher. Aber Fotos, Videos, Präsentationen und ganze Projekte, die sind oft Gigabytes groß. Die Wahrheit ist aber doch, wir wollen all das immer dabei haben. Deswegen liegen heute alle meine Daten zu Hause, in meiner eigenen Cloud. Sie ist im Grunde eine Festplatte, die auf meinem Schreibtisch steht und mit meinem Computer verbunden ist. 8 Terabyte, das reicht mir locker. Das Besondere aber ist, sie ist direkt mit dem Internet verbunden. Und mit der MyCloud-App greife ich von überall auf meine Daten zu. Im Web, am Handy und am Tablet. Ich brauche nur eine Internetverbindung. Zugriff auf meine Projektdaten? Kein Problem. Egal wo. Dateien und Ordner an Kunden oder Familie verschicken? Nur ein Tab. Aber das Beste ist, alle meine Daten sind auf der MyCloud Mirror doppelt gesichert. Direkt auf meinem Schreibtisch. Faszinierend.